2022, das Jahr der Fan-Made Remakes von Resident Evil 1 Remake und Code Veronica. Ich gebe meinen Senf in diesem Video ab. Also falls es euch interessiert, bleibt dran! Hi Cons und willkommen zurück. Ich habe ja schon angekündigt, dieses Video wird sich wieder dem aktuelleren widmen, und zwar den Fanmade Remakes, die 2022 kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Und zwar von Resident Evil 1 Remake und Code Veronica. Ich habe ja immer noch keinen Gaming-PC, werde ich mir demnächst mal anschaffen. Aber ich hoffe sehr, dass es diese Spiele auch zum Download für die Konsole gibt. Code Veronica gab es schon zum Anzocken, konnte man schon so eine Demo spielen, sah ziemlich gut aus. Und ich würde sagen, wenn wir gerade schon bei Code Veronica sind, würde ich den als ersten Trailer nehmen, weil nämlich auch das Spiel war, das von allen gewünscht wurde, als Resident Evil 4 Remake quasi veröffentlicht wurde, dass das nächste Remake werden soll, haben die Leute alle geschrieben, hey, warum Resident Evil 4, das ist eigentlich recht neu, warum nicht Code Veronica mit der heutigen Grafik und dies und das, das wäre mega cool. Meine ehrliche Meinung dazu war, wenn sie Code Veronica so verkacken, wie sie Resident Evil 3 Remake verkackt haben, indem sie einfach mal wichtige Locations rausgelassen haben, dann sage ich, nein, lasst es bitte mit einem Code Veronica Remake. Okay, Capcom hat sich jetzt bisher noch nicht dran getraut, aber die Fans. Und das schauen wir jetzt mal an, was im Fan-Made Remake von Code Veronica so weit rausgekommen ist. Wie gesagt, man konnte es schon mal anzocken. Und das, was ich gesehen habe, fand ich ziemlich geil. Ich setze jetzt die Kopfhörer auf, nicht wundern, dass nämlich der Ton später nicht auf diesem Ton drauf ist. Deswegen habe ich jetzt ein paar klobige Kopfhörer auf. So, los geht's. Das ist die Anlage auf Rockford Island, die, von der wir geredet haben, die Trainingsanlage. Richtig cool. Also original nachgemacht. Das ist das, wo man den Schlüssel, glaube ich, findet, in diesem Bassin. Und da ist so eine Sauna und da rennen dann auch Zombies rum. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das waren noch richtig krasse Pixel-Zombies. Da ist er ja, der Alfred. Alfie! Ja, die Forschungsanlage, die Übungsanlage auf Rockford Island. Das Soundtrack wurde übernommen, mega cool auf jeden Fall. Die Grafik ist natürlich der Wahnsinn. Was mir hier fehlt, ist halt, dass man nicht merkt, dass man den Zombie, dass man da reingeschossen hat oder so. Also das Blut spritzt nicht so. Aber vielleicht kommt es ja noch, vielleicht wird es noch überarbeitet. Ja, richtig coole Grafik auf jeden Fall von Alfred seinem Anwesen da auf Rockford Island. Das sieht ja mal mega cool aus. Ja, das ist diese Forschungsanlage wieder, wo man doch später, ja, diese komischen Viecher da hat, diese Egel oder was. Die sehen also ekelhaft aus. Ah, ja. Die Schlüsselfunktion ist eigentlich wie in Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake. Das wurde übernommen, finde ich aber nicht schlecht. Finde es ziemlich cool, dass der Sound aus dem Controller rauskommt. Aber ansonsten diese ganzen Räume, man erkennt sie sofort. Also das ist zu 100% nachgemacht. Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also bei einem Fanmade-Remake können wir auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass keine wichtigen Locations weggelassen werden oder sowas. Ja, man sieht halt nicht das Blutspritzen, wenn man jetzt reinschießt. Aber ich denke, das wird noch optimiert in den späteren Schritten. Ja, das Outfit von Claire Redfield, da hätte ich mir jetzt halt auf jeden Fall das Original gewünscht. Also die Originalweste, ich habe die hier gerade ganz zufällig hängen. Bam! Das da. Das hätte ich mir gewünscht. So diese Weste, bauchfrei, ja. Jetzt hat sie eigentlich auch nur so eine Lederweste an, wie in Resident Evil 2 Remake. Ist halt nur eine Weste, lang und hinten auch nur der Let Me Live Druck eigentlich in schwarz. Also keine Farbe, nicht bauchfrei. Das hätte ich jetzt noch gefeiert, wenn das Outfit noch original wäre. Hier ist diese Szene mit diesem Egel, wo einer an die Fensterscheibe kommt und lasst mich hier raus und so. Und also ziemlich dramatisch zu diesem Zeitpunkt, als Code Veronica damals rauskam. Ich
Was damals ja auch eine richtig neue Technik war, war ja das, dass der Controller vibriert hat mit dem Herzschlag, der da eingebaut wurde, wenn man irgendwelche Türen öffnete. Das habe ich bei Code Veronica so krass gefeiert, weil du genau wusstest, okay, jetzt hinter dieser Tür kommt was, weil der Herzschlag zu spüren ist und zu hören ist. Das war eine ganz, ganz grandiose neue Technik damals. Ich werde es nie vergessen, wie geil das war. Hier wieder Trainingsanlage. Das sind die Telefonzellen. Ja, sogar die Items sind genau da, wo sie auch im Original waren. You will feel the terror. Davon gehe ich doch mal aus, dass wir das fühlen werden. Also es ist auf jeden Fall hier over the shoulder so ein bisschen. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Die Grafik ist der Hammer. Kein Vergleich natürlich mehr zum Original, ganz klar. Und ja, ich würde mich auf das Spiel richtig krass freuen. Ich hoffe, es gibt's für Konsole. Ah, da ist er ja, der Bandersnatch, den ich auch sehr gerne mal Langarmfritze nenne, weil ich immer die Fachbegriffe vergesse. Aber Bandersnatch, Langarmfritze bei Unicorn im Stream, schreie ich immer rum. Hier, scheiße, kommt der Langarmfritze wieder. Könnt ihr übrigens sehen, ich streame jetzt sonntags immer Code Veronica. Ja, die sind auch richtig geil gemacht. Richtig beängstigend. Mhm, Schreibmaschine. Safe Room. Ich hoffe, die haben dieses geile Safe Room-Theme auch übernommen. Ja, geil. Das Anwesen vom Alfred sieht mega aus. Super. Oh, ich weiß schon, wer kommt. Der Tyrant. Seine Selbstschutzabwehr, die er sich hat holen, hat kommen lassen. Ja, der sieht natürlich schon krass aus, ne? Oh ja, geil die Musik. Resident Evil Code Veronica. Mega. Mega. Ich freue mich wirklich drauf. Ah, okay, jetzt kommt noch die Szene mit dem Alfred. Wo er runterkommt, die Treppen. Mhm. Mit seiner Sniper. Redfield! 2022, ja cool. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Echt mega. Code Veronica, wie gesagt, man konnte schon eine Demo anzocken, soweit ich das weiß. Da ich halt keinen Gaming-PC habe, konnte ich das leider noch nicht machen. Aber ich hoffe, ich komme irgendwann früher oder später in Genuss. Und geil wäre es natürlich, wenn es das auch noch irgendwie im PlayStation Store zum Download gäbe. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, ich finde sie genial. Und ich muss es unbedingt zocken. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird einen Weg geben. Dann werde ich das zocken und auch streamen. Jetzt gab es noch ein Fanmade Remake von Resident Evil 1 Remake. Und zwar, wie würde die Spencer Mansion und alles aussehen, wenn wir auch diese Over-the-Shoulder-Perspektive hätten? Lasst uns direkt mal reinschauen. Ich glaube, das kann nur geil werden. Aber schauen wir es uns an. Das fängt auch ein bisschen früher an. Also das fängt im Stars-Büro an, bevor die Vorfälle waren. Also die arbeiten ganz normal, was ich ziemlich geil finde, was ich mir auch für eine Sendung gewünscht hätte, beziehungsweise Serie, dass einfach so ein bisschen im Vorhinein der ganz normale RPD-Alltag gezeigt wird, Stars-Alltag. Und dann auf einmal, bam, scheiße, das Bravo-Team ist verschollen. Und in Raccoon Forest passieren komische Dinge und scheiße, wir müssen schnell dorthin. Und ja, hier erstmal noch im RPD, was ich ziemlich cool finde. Eine sehr, sehr coole Idee, das so etwas länger aufzubauen, die Geschichte. Erstmal, wie gesagt, den Alltag zu zeigen. Och, da war noch alles in Ordnung, da war das Leben noch in Ordnung. Und die Mondlichtsonate natürlich im Hintergrund zu spielen, sehr cool. Richtig, richtig cool und sehr stimmig, wirklich stimmig.
Und dann halt auch mal andere, ganz normale Polizisten, die einfach im RPD sind. Da war die Welt halt noch in Ordnung, Leute. Da war alles noch gut. Aber für nicht mehr allzu lange. Ja, Brad ist schon stadtklar. Und jetzt auf einmal im Wald. Der Heli zerschmettert. Ist wahrscheinlich der vom Bravo-Team. Weil Brad muss sie ja noch retten, also der muss ja nur in Ordnung sein. Ja, auch 2022, yippie-yay. Cool ist, dass du auch hier im Wald wahrscheinlich spielen wirst. Das ist auch eine coole Idee. Dass man alles erlebt. Also von Anfang, als noch alles okay war, bis die Kacke richtig dampft. Ja, das sieht natürlich bombastisch aus, gell? Mega Grafik. Ja, the dining room, mega. Go back to where it all started. Yep. Das ist der Raum, ja, den gibt's dann auch nur im Remake, so. Ja, unser Kamin. Aha, das Wappen. Da wäre ich jetzt mal gespannt, wie die Schlange da dann aussieht. Alright. You two go. I'll secure this area. Ja, of course, Wesker. Wir wissen ja, dass du ein bisschen damit verwickelt bist, ne? Deswegen secure that gerne mal ein bisschen was alleine. Hier, wie hieß die nochmal? Drawing Water Figur irgendwie so? Drawing Water? Woman Drawing Water. Ja, die Galerie oben, richtig cool. Ja, also mega, mega Atmosphäre. Ich meine, klar, in einem Remake vom Resident Evil 1 Remake kann man natürlich jetzt nicht mehr allzu viel toppen. Aber klar. Ja. Aber es sieht schon cool aus, wenn man es halt mal over the shoulder sieht. Man sieht die Sachen einfach viel näher teilweise. Man fühlt sich mehr mittendrin. Das ist halt jetzt hier ein bisschen anders, aber im Grunde genommen ist das Resident Evil 1 Remake natürlich auch noch immer sehr, sehr gut vom Look und allem. 2022 können wir uns auf zwei Fanmade Remakes freuen. Und das ist doch schon mal etwas. Da kriegen wir die geballte Ladung Resident Evil und Survival Horror, wie es sein muss. Fans wissen, was die Fans wollen. Und deswegen ist eigentlich das Beste, was eigentlich passieren kann, wenn Fans das Spiel remaken. Das ist auf jeden Fall meine Meinung, denn die Fans wissen, was die Fans einfach wollen. Von daher können wir da uns auf etwas richtig Geiles freuen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass das mega wird. Das war auf jeden Fall der von mir abgegebene Senf zu den Fanmade Remakes. Ich finde sie beide mega cool. Ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, dass ich sie für die Konsole bekommen kann. Die Informationen sind es natürlich schon ein bisschen älter, so ja, 2 Wochen circa. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein paar Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lasst mir doch ein Abo da, falls euch der Content generell gefallen sollte. Und ansonsten möchte ich jetzt ganz heiß mit euch in den Kommentaren diskutieren. Schreibt mir eure Meinung zu den Fanmade Remakes, sowohl zu Code Veronica als auch zu Resident Evil 1 Remake. Schreibt mir einfach eure Meinung dazu, was ihr euch wünschen würdet, auch für zukünftige Remakes und so weiter und so fort. Ich bin gespannt und wie ihr wisst, ich antworte immer auf eure Kommentare und ich liebe es, mit euch zu diskutieren. In diesem Sinne, das war's schon von mir. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut and don't forget, be unique.